Hi zusammen, hier ist Pavel. Heute gibt es ein neues Video. Heute beschäftigen wir uns wieder mal mit Smartphone-Fotografie und Video. Ich werde euch heute eine App zeigen, die ich selbst gekauft und selbst abonniert habe. Bleibt dran! Viele von euch fragen, mit welchen Kamera-Apps wir arbeiten. Also Video, das was ihr jetzt seht, wurde gedreht mit nativer Kamera-App von iPhone. Aber es gibt natürlich auch Alternativen. Ich habe schon einmal über Filmic Pro berichtet. Also Filmic Pro ist eine App, die schon ziemlich lange auf dem Markt ist. Allerdings hat einen riesengroßen Nachteil, ist ein absoluter Stromfresser. Wenn wir zum Beispiel mit Filmic Pro filmen wollen, dann müssen wir auf jeden Fall eine Powerbank mitschleppen, damit Strom uns nicht ausgeht. Jetzt habe ich eine App gefunden, Pro Kamera. Und diese App wurde mir auch empfohlen, irgendjemand hat geschrieben, schau bitte die Pro Kamera App an. Und ich habe mir diese App natürlich angeschaut. Und diese App ist wirklich nicht schlecht. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Ganze hier anschaue, ja, also es sieht aus wie eine Kamera. Es fühlt sich wie eine Kamera an und hat viele, viele Einstellungen. Aber alles der Reihe nach. Beginnen wir erstmal mit den Einstellungen. Also ich hab hier auf jeden Fall die Möglichkeit, den ganzen Sensor auf dem Bildschirm zu schauen und deshalb schalte ich das natürlich ein. So, dann haben wir Bildstabilisierung. Also Bildstabilisierung kann man regulieren, also von ganz wenig bis ganz hoch. Und ich habe das natürlich bis ganz hoch stabilisiert, damit ich verwacklungsfreie Aufnahmen bekomme. Und hier kann man natürlich auch automatische Bildstabilisierung einschalten. Das macht Sinn. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, was wir machen können. Was für mich sehr interessant ist, wir können zum Beispiel in RAW plus JPEG aufnehmen. Aber ich bevorzuge die Option HF. Also HF, Hocheffizienz Fotografie, das ist auf jeden Fall sehr gut. Und bei erweiterten Einstellungen können wir sogar die Qualität auf 100 setzen, damit wir diese Hocheffizienz Fotodaten richtig gut bearbeiten können. Also das sind dann unkomprimierte Daten. Also absolut verlustfreie Komprimierung, wie TIFF oder wie PNG. So, dann gibt es natürlich hier zum Beispiel Autospeichern. Also Autospeichern, ja, wenn wir Fotos direkt speichern wollen, gut, das machen wir am meisten. Und es gibt auch HDR-Einstellungen. Allerdings zu HDR kann ich Folgendes sagen, HDR muss man dazu kaufen. Das kostet 5 Euro oder 5,49 Euro, ich habe es auf jeden Fall gekauft. Und wir speichern LDR-Foto und HDR-Foto. Also das heißt, das Foto, was wir aufgenommen haben, wird automatisch mitgespeichert und die HDR-Version natürlich auch. Ja, dann gibt es natürlich Lowlight-Optionen. Lowlight funktioniert übrigens super, super gut. Also ihr seht gerade ein Bild eingeblendet, was ich im Lowlight-Modus aufgenommen habe. Also da müssen einige Kompaktkameras noch dazu lernen, bis sie sowas hinkriegen. Ja? Und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich sehr viele Einstellungen, die wir nutzen können und die finde ich sehr gut. Es gibt auch folgende Option, das sind Filter. Also Filter bietet nicht jede Kamera-App mit an. Hier gibt es kostenlose Filter und es gibt Filter, die man dazu kaufen muss. Gut, ihr müsst natürlich nicht sofort alles kaufen. Erstmal ausprobieren, was kostenlos ist. Aber von den Filtern, die ich gekauft habe, bin ich ehrlich gesagt recht angetan. Also das sind sehr, sehr schöne Filter. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie sich die Kamera schlägt, wenn ich sie tatsächlich benutze. So, jetzt kurze Übersicht, was wir überhaupt haben. Also, wenn ich hier auf diese drei Punkte klicke, dann habe ich erstmal Bothy. Bothy ist, das ist zwei Kameras, ich weiß nicht wozu, also ich brauche das nicht. Dann gibt es hier Video und ihr seht schon UHD 2160 x 30. Das kann ich natürlich in den Einstellungen ändern, weil maximale Zeit ist, also maximale Auflösung und Framerate, das ist 4K mit 60 Frames. Also genauso wie native App von iPhone. Dann haben wir Porträtmodus. Also Porträtmodus funktioniert so. Also ihr seht, also Porträtmodus, das ist genau das gleiche wie bei iPhone, also mit dem künstlichen Bokeh. Ja? So, und hier haben wir die Einstellung Kamera. Die Kameraeinstellung ist für Ultraweitwinkel, Weitwinkel und Tele. Und wir haben die Option HDR, das kann man zuschalten oder abschalten. Ja? Also das ist Geschmackssache, aber es gibt natürlich auch extra HDR, was auf der entsprechenden dazu Kauf-App oder auf In-App basiert. Ja?
Und was wir hier machen können, wir können die Verschlusszeit ändern. Ja, das ist hier. Das ist sehr schön. Das sind manuelle Einstellungen. Wir können auch die Belichtungskorrektur einbauen, heller oder dunkler machen. Und wir können natürlich auch ISO definieren. Speziell, wenn wir bei schlechten Lichtverhältnissen fotografieren und sagen, okay, also wir machen mit Stativ und fotografieren dann mit längerer Verschlusszeit, dann können wir sagen, wir beschränken ISO auf einen bestimmten Wert, um Rauschen zu minimieren. Und das finde ich schon ziemlich cool. Ja? Ansonsten, klar, also man kann hier die Kamera drehen, also hier auf Frontkamera wechseln. Und was ich sehr schön finde, es gibt auch automatisches Ausrichter. Aber das zeige ich lieber nicht hier. Ihr seht hier so ein Rechteck, also das heißt, es wird ein Ausschnitt genommen, damit wir automatisch ausrichten können. Das zeige ich lieber an einem Architekturteil. Also das ist jetzt zum Thema Foto. Ziemlich umfangreich und das ist hier im Prinzip alles, was wir brauchen. Auch so Weißabgleich, ja, also Farbtemperaturänderung, Farbstich verändern. Also wirklich sehr coole Einstellungen. Was es noch gibt, es gibt noch HDR. Und wie gesagt, HDR, das muss man dazu kaufen. Ja? Also wenn wir HDR dazu gekauft haben, dann bekommen wir entsprechende Aufnahmen. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja? Und was mich absolut beeindruckt hat, das ist die Lowlight. Also Lowlight, Foto blende ich jetzt nochmal ein, ist absolut beeindruckend. Man muss natürlich die Kamera sehr ruhig halten, aber das ist kein Problem für die meisten Fotografen. Also ich finde das wirklich ein cooles Feature. Ja? Also gefühlt arbeitet es sauberer als native App von iPhone. Also bei iPhone haben wir auch Lowlight oder wie heißt das, Deep Fusion. Ja? Also wo mehrere Aufnahmen genommen werden und die dann zusammen zu einem Foto gepresst werden. Aber hier funktioniert das gefühlt besser. Ich bin hier in einer ziemlich abgefahrenen Gegend. Das ist ehemalige Diskothek Atlantida. Was für eine Ironie. Ja? Also hier ist das Meer, hier ist Atlantida. Atlantida ist abgebrannt, also leider untergegangen vor vielen Jahren. Aber das macht nichts, sieht gut aus. Und speziell für HDR ist das eine sehr, sehr willkommene Gegend. Und mit HDR kann man hier richtig austoben. Also ich bin jetzt hier schon mal im HDR-Modus. Und ich gehe jetzt hier in diese Richtung und versuche das hier zu fotografieren. Und er hört das am Klack, ja, also es wird hier klack, klack, klack gemacht. Und ich kann natürlich auch hier verschiedene Optionen nutzen. Das ist jetzt diese gekaufte HDR-Version und ich finde das absolut genial. Also man kann diese Filter durchblättern und ich habe jetzt hier zum Beispiel HDR dramatisch, gefällt mir sehr gut. Oder HDR Schwarz-Weiß, das sieht auch super aus. Also ich klicke jetzt auf Schwarz-Weiß, obwohl ich kein großer Fan bin von Schwarz-Weiß, aber das funktioniert richtig klasse. Und das wird neben dem normalen Bild quasi gespeichert. Also wenn ich jetzt gucke, ich habe hier normales HDR-Bild, ich habe LDR-Bild, also keine HDR-Reihe, also habe im Prinzip drei verschiedene Versionen. Und wenn ich jetzt auf diese High Efficiency gehe, dann kann ich sagen, okay, also ich kann hier nochmal durchblättern und die ganzen Filter anwenden, die ich sowieso an Bord habe. Und das ist natürlich sehr interessant, speziell, weil diese Filter dosiert werden können. Also ihr seht, ich habe jetzt hier zum Beispiel Technicolor-Filter und dosiere auf 40%. Wenn ich sage, okay, es ist ein bisschen zu viel mit 100%, dann kann ich das Ganze natürlich reduzieren. Finde ich super, super spannendes Spiel. So, jetzt sind wir am Strand, ja, und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, dass ich bei schwierigen Lichtverhältnissen fotografiere. Was mache ich jetzt hier? Gut, ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich Belichtungskorrektur benutzen. Ja? Also Belichtungskorrektur, das heißt, ich mache jetzt hier einfach mal in Minusbereich Belichtungskorrektur, sodass ich ein bisschen dunkler gehe. Ja? Und dann kann ich sagen, okay, ein Foto mit diesen Bauten im Hintergrund, das sieht auch gut aus. So. Also das heißt, ich kann hier auf jeden Fall regulieren, was ich mache und wie ich mache. Und wir wissen, bei solchen Lichtverhältnissen ist das meistens sehr kompliziert, vernünftig zu fotografieren. So, jetzt versuchen wir Folgendes zu machen. Also ich werde auf jeden Fall mit Fokus arbeiten. Also ihr könnt Belichtung steuern direkt auf dem Bildschirm und ihr könnt auch Fokus steuern direkt auf dem Bildschirm. Schaut bitte hier. Also das ist jetzt Fokus. Ja? Ich kann Fokus jetzt zum Beispiel hier auf die Steine legen, also einfach lange drauf halten. Fokus wird gesperrt und Belichtung kann ich dort legen, wo ich will. Ja? Also ich kann die Belichtung dann auch entsprechend sperren. So, jetzt habe ich zum Beispiel Fokus gesperrt.
Belichtung gesperrt. So, Wasser kommt, das macht nichts. So, jetzt ein Foto gemacht. Noch ein bisschen tiefer. Noch ein Foto gemacht. So, und jetzt habe ich diese Fotos und ich kann schon jetzt schauen, was ich damit mache, dass ich die ganzen Filter einfach durchlaufen lasse und dann sehe ich, okay, was mir zum Beispiel gefällt. Ja? Ist absolut genial. Gut, bei diesen Lichtverhältnissen ist das ziemlich schwierig, das Ganze zu kontrollieren, aber nur um zu zeigen, wie das Ganze läuft. Also ich finde das schon ziemlich interessante Geschichte. Hier gibt es sogar einen Filter, nennt sich Corona Plus. Was für Ironie, ja? Aber sieht trotzdem geil aus. Bisschen vielleicht in der Wirkung verringern, ja? Also vielleicht so 40-50%. Und so haben wir schon mal perfekte Ergebnisse. Jetzt zeige ich euch was absolut Abgefahrenes. Ich habe schon gesagt, also diese Hilfslinien, ja? Schaut bitte, also ich fotografiere jetzt diesen Ausschnitt und ich drehe die Kamera, wie ich will. Und dieser Ausschnitt wird automatisch ausgerichtet. Ist das nicht geil? Auch so von der Seite, es wird irgendein Anhaltspunkt genommen und an diesem Anhaltspunkt wird das Bild ausgerichtet. Also gut, das ist eine ziemlich abgefahrene Gegend, aber bei Burj Khalifa kann natürlich jeder fotografieren. Aber hier, ja, schaut, es wird automatisch ausgerichtet und ich finde das absolut genial, wie das gelöst wurde. Ja, also das heißt, ich kann aus jeder Perspektive, aus jedem Blickwinkel fotografieren. Es wird alles mehr oder weniger gerade genommen. Sogar das hier, ja, jetzt habe ich es fotografiert und schaut mal, wie es aussieht. Es ist alles gerade. Also das heißt, geometrische Verzerrungen, wie zum Beispiel bei Lightroom, können wir direkt hier machen. Also das nenne ich künstliche Intelligenz. Also nicht irgendwie so Schatten runter, Tiefen hoch und so weiter. Nee, oder Lichter runter, Schatten hoch, künstliche Intelligenz. Nein, das ist künstliche Intelligenz. Und jetzt versuchen wir das woanders. Also ich habe jetzt noch eine noch mehr abgefahrene Ecke gefunden und an dieser Ecke werden wir jetzt noch ein bisschen experimentieren. Nächste abgefahrene Ecke, diese Tür. Ja? Und schaut, also ich fotografiere aus verschiedenen Blickwinkeln und es funktioniert tatsächlich. Ja? Also eine Aufnahme, ich komme ein bisschen näher, noch eine Aufnahme. Jetzt machen wir nur noch Ausschnitt hier, ja, und es funktioniert tatsächlich. Also es wird wirklich gerade ausgerichtet. Jetzt gucken wir mal die Hausecke, ja, genauso. Und bei zweifacher Vergrößerung funktioniert das auch. Also wirklich, wirklich eine sehr coole Geschichte. Gut, bei so einem Licht fotografieren ist natürlich absolut undankbar und leider funktioniert HDR-App, also HDR-In-App in dieser Situation nicht, aber es macht nichts. Auf jeden Fall freue ich mich, dass die Apps immer weiter und immer weiter entwickelt werden und solche Aufgaben für uns übernehmen. Noch einmal HDR. Also ich habe hier so eine klassische Aufnahme jetzt, also ich sehe so ein Ast hier, ich sehe das Meer im Hintergrund und HDR. So, es wird berechnet, natürlich leuchtend, dramatisch, schwarz-weiß, verblasst. Also diese Spielerei, die gefällt mir mehr und mehr. Jetzt sind wir beim Thema Video. Also bei Thema Video funktioniert diese App ähnlich wie native App von iPhone. Ja? Und man kann hier natürlich die Einstellungen noch verändern. Also ich bin jetzt hier bei Video zum Beispiel. Ich kann Weißabgleich verändern. Ich kann Hilfslinien einblenden. Das ist natürlich sinnvoll. Dann kann ich Tiltmeter einblenden. Das ist auch sehr gut, also quasi Wasserwaage. Audiometer. Ich habe jetzt 4K Auflösung und 60 Frames. Und das ist absolut in Ordnung. Jetzt kann ich sagen, okay, also ich mache hier zum Beispiel Fokus auf irgendeine Pflanze. Ja, also Fokus und Belichtung kann ich separat steuern. Also Fokus habe ich jetzt gelöst, Belichtung habe ich jetzt auch gelöst. So, jetzt erstmal Fokus festtackern und dann Belichtung festtackern. Und dann machen wir jetzt eine kleine Aufnahme. Ich beginne jetzt hier, mache einen kleinen Schwenk. Und so sieht das aus. Also es pumpt nichts, es wird nichts vom Licht verändert. Das ist genau das, was wir bei Video auch brauchen. Und hier kommt diese App natürlich an Filmic Pro. Ich finde das absolut genial, dass man hier diese Features eingebaut hat. Ja, also Video ist auch absolut brauchbar. Deshalb kann ich sagen, das ist im Prinzip fast schon eierlegende Wollmilchsau. So, Kinders, jetzt bin ich komplett verschwitzt. Und bei 30 Grad, klar, ihr seht, wie selbstlos ich bin, dass ich für euch dieses Video jetzt gemacht habe. Ihr habt gesehen, Pro Kamera ist eine App. Gut,
Wir schließen Abo ab, wenn wir wollen. Wir kaufen dazu noch Filter, wir kaufen dazu noch HDR. Also pro Jahr, jetzt erste Jahr. Also erste Jahr ist immer die Anschaffung. Also die App selbst kostet, glaube ich, so 15 Euro. Und dann dazu, ich habe jetzt ungefähr 20, 25 Euro ausgegeben. Und ich muss sagen, jeden Cent wert. Ja? Und wenn wir Abo behalten bei dieser Kamera-App, dann unterstützen auch die Entwickler und wir können davon ausgehen, dass immer mehr neue Features kommen und das ist natürlich auch Sinn der Sache. Es gibt notorische Abo-Verweigerer, wie zum Beispiel bei Adobe, die sagen, ach um Gottes Willen, ich will nicht in Abo gejagt werden, ich möchte lieber das haben, was ich in der Hand habe und keine Abo, nein, nein, das mache ich nicht. Das ist ziemlich dumm, Kinders, weil es ist so, ihr schließt Abo ab, und ihr bekommt immer das Neueste, ihr bekommt immer Aktuellste. Es werden Fehler behoben. Und ja, also das ist auch Sinn der Sache. Und die Entwickler wollen auch natürlich von irgendwas leben. Deshalb, dieses Video wurde nicht gesponsert von irgendeiner Firma, nicht von ProCamera, sondern von mir. Ich habe damit auch die Entwickler sehr gerne unterstützt. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst bitte einen Like, abonniert unseren Channel. Ja, das steht hier unten rechts, so ein roter Button, abonnieren. Oder ihr könnt sogar Mitglied in unserem Channel werden. Damit unterstützt ihr uns, damit wir noch mehr schöne Videos für euch produzieren und liefern können. Und natürlich auch andere Sachen, wie zum Beispiel Bildreviews, Extra-Previews, Blick hinter die Kulissen bei unseren Produktionen. Also das ist das, was euch bei Kanalmitgliedschaft erwartet. Ja, und ansonsten schaut bitte bei uns im Shop vorbei. Wir haben verschiedene Produkte zum Thema Fotografie lernen, Bildbearbeitung in Photoshop, Lightroom und Luminar lernen. Wir haben Presets und Aktionen. Wir haben verschiedene Workshops auch zu genannten Themen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns treu bleibt. Also, dann bleibt gesund, macht's hübsch, macht gute Bilder, macht gute Videos mit Kameras oder mit Smartphones. Und ja, vergesst nicht, Oma und Opa zu grüßen. Ciao.